So, wir haben morgens. Milley ist schon wieder auf dem Spielplatz, wie jeden Morgen fast. Heute wird im Wasser gespielt. Milley schaut auch schon dementsprechend aus. Schaut mal ihr T-Shirt an und die Hose. Nach dem Frühstück fahren wir heute nochmal in ein Shoppingcenter. Die Jungs wollten auch noch ein bisschen bummeln gehen. Geben wir wieder ein bisschen Geld aus wahrscheinlich. Und ansonsten am Nachmittag nehmen die Jungs nochmal an dem Fußballturnier für Erwachsene teil. Und den Rest wollen wir auf dem Campingplatz verbringen heute. Morgen geht's nach Hause. Morgen kommt auf jeden Fall kein Video. Und morgen wollen wir dann zusammenpacken. Gegen 11 müssen wir den Campingplatz verlassen. Und dann wollen wir für 5 bis 6 Stunden wieder nach Hause fahren. Kommen am späten Nachmittag an zu Hause. Also am Dienstag wird es kein Video von uns geben. Am Mittwoch geht es dann wieder von zu Hause los. Mit ein, zwei Videos am Tag auf jeden Fall. Ich habe noch fast 2 Wochen Urlaub. Da wollen wir ein bisschen Videos nachlegen. So, jetzt gehen wir noch ins Grand Affi Shopping Center. Schauen wir mal, ob wir was Günstiges finden. Und außerdem brauchen wir noch Süßigkeiten für unsere italienische Candy Challenge. Yes. Die Lei will schon wieder Auto fahren, darf sie heute aber nicht. Aber ich fuhr einfach so. Lorik probiert das Pferd gerade aus. Ja, wir sind gerade im Shopping Center in Affi. Die Jungs haben schon wieder was zum Anziehen gefunden und für Milley haben wir ein cooles Dress. Das wollen wir euch dann gleich noch zeigen. Später am Campingplatz machen wir wieder ein Shopping Hall. Und ich war wieder im Spielwarenladen und habe was für YouTube. Ein Frozen-Regal, soweit das Auge reicht. Das ist ein Spielwarenladen, der heißt Toys Center. Da haben wir schon mal einen gesehen. Hier gibt es coole Schulranzen, Haufen Violetta. Chica Vampiro. Das ist wunderschön. Die. Collector's Edition. Ja. Da haben wir natürlich noch Violetta. Ja, mein Schrank gibt's auch. Little Pony, soweit das Auge reicht. Und Shop. So, und jetzt kommt das versprochene Violetta-Regal. Hier gibt es riesen Puppen von Violetta. Das ist ja die normale Größe hier. Und das sind die großen, die habe ich noch gar nicht gesehen. 50 cm groß.
Kopfhörer. The Diary Light Up. Oder? Tagebuch mit Lichtfunktion. Was gibt's denn noch alles? Das hört gar nicht auf. Nee. Fashion Studio. Fashion Studio. Und noch eins. Gibt sogar eine Nähmaschine. Eine Strickmaschine, Häkelmaschine. Und da gibt es nochmal einen Teil Frozen-Regal. Hammer-Auswahl hier, Preise, naja. Ich habe für mich auch was gefunden. Ja, das steht dir auch. Hallo, aus unserem dritten Shopping-Tag sind wir euch nur den Shopping-Hall schuldig. Wir haben ein ganz tolles Set gekauft für Millet. Das hat mir persönlich super gefallen und hab gesagt, das müssen wir kaufen. Größe hat gepasst. Einen Hoodie mit Reißverschluss und den passenden Buchstaben in M für Millet. Einen Rock in Neopren. Und dazu die passende Legging. Hat mir super gefallen. Das zieht sie vielleicht zum Schulanfang an, zum ersten Schultag dann. Und der Lorik hat sich einen Pullover gekauft, auch einen Hoodie. Chian hat sich ein T-Shirt gekauft. Unten stinknormalen schwarzen Hoodie. Noch? Ah ja, und ein T-Shirt noch. In schwarz. Ganz in schwarz. Und ich war mal wieder shoppen für den Kanal. Für viele, viele Unboxings. Sachen, die es bei uns nicht gibt. Gibt es einige Videos davon. Frozen, Halo, keine Ahnung, Spinnen, Arachno Invasion, Avengers und Violetta-Eier, Überraschungseier. Was haben wir noch alles?
Drachen und was weiß ich alles. Faceball. Irgendwelches Getierzeugs hier, Käfer und Krabbelviecher. So. Was? Und Süßigkeiten haben wir auch gekauft, italienische Challenge. Die zeigen wir jetzt aber nicht, nein, weil sonst haben wir ja keine Überraschung mehr. Nein. So 7, 8 verschiedene Süßigkeiten. War gar nicht so einfach. Die haben nämlich hier auch ziemlich viel deutsche Sachen. Aber wir hoffen, wir haben ein paar Sachen dabei, die ihr nicht kennt, die auch wir eigentlich nicht kennen. Oh ja, ich habe noch was. So. Ben 10 gab es günstig, 1 Euro. Und noch irgendwie so Transformers-mäßig. So, das war's. Was habe ich noch? Wie gesagt, ich habe es heute Morgen schon erwähnt, morgen wird es kein Video geben. Am Mittwoch weiß ich auch noch nicht sicher. Millet hat am Mittwoch OP. Da bekommt sie ihre Schraube raus. Wenn ja, dann geht das Video, das erste wahrscheinlich am Mittwochabend online. Bis dahin, viel Spaß euch allen. Tschüss.